B 級装甲艦プリンツ・ハインリヒ、みんなよろしく。アイゼン、Hey Leute und herzlich willkommen bei World of Warships. Wir sind gerade im Event von Azur Lane und das freut mich persönlich natürlich sehr doll, da ich auch diesem Spiel auf dem Handy verfallen bin und auch viele Stunden schon da reingesteckt habe und ich glaube auch teilweise zu viel Geld. Wir wollen uns darauf konzentrieren, heute ein Schiff freizuschalten, das eben auch von diesem Event ist. Es ist leider nicht das Schiff, das ich gerne hätte. Ich hätte natürlich gerne die Bismarck gehabt. Die war halt in einem vorherigen Event schon mit dabei gewesen. Man kann sie aber halt nur als Gesamtpaket kaufen, was mir aber, um ehrlich zu sein, zu teuer ist. Weil ich finde allgemein, die Preise hier in World of Warships sind exorbitant. Also wenn ich hier sehe, was hier für die Preise verlangt wird, also hier kann man zwar das Gesamtpaket kaufen und die Bismarck wäre auch hier, das wäre die Bismarck, die wäre zu haben, aber da ist ein Preis für 32 Dublonen. Man kann da mal kurz gucken. Wenn wir jetzt auf die 32 wollen, ne, hast du hier allein 81 Euro, nur um auf 25 zu kommen. Das heißt, du müsstest dann hier nochmal 50 Euro reinstecken, dann wärst du bei diesen 81 safe. Oder nimmst halt hier die 12 für 40. Trotzdem hast du ja 120 Euro dann für dieses Paket roundabout. Und das ist halt... Boah. Deswegen dachte ich mir, okay, wir machen jetzt trotzdem mal etwas in diesem Event. Wir kaufen jetzt hier kein Package, auch wenn die echt cool sind. Sondern wir kaufen jetzt mal ein einzelnes Schiff. Und da ich auch ein großer Freund hier auf dem Handy von der Iron Blood Fraktion bin, da sie die deutschen Kreuzer und die deutschen Schiffe beheimaten, würde ich mich hier auf Prinz Heinrich verlassen. Das heißt, wir würden hier uns auf Prinz Heinrich einmal einlassen. So sieht sie aus, so sieht auch ihr Schiff aus. Ich bin gespannt, weil eben auch die Kapitäne dann verschiedene Voice Overlays haben, die dann eben im Kampf sind, von wegen, wir wurden getroffen, wir stehen in Flammen und sowas. Ist zwar alles auf Japanisch, aber das ist trotzdem halt die Stimmen von diesen Charakteren aus dem Spiel und das ist ganz lustig eigentlich. Man kann sie sich auch mal im Hafen angucken, so sieht sie aus, mit dem Symbol von Iron Blood, das ist das hier nämlich. Und auch die Farbgebungen sind halt wie im Prinzip wie im Anime gegeben, sehr knallig, recht matt. Deswegen richtig schön gemacht, dieses Schiff. Es ist ähnlich aufgebaut wie die Gneisenau. Gut. Also das Schiff ist ähnlich aufgebaut wie die Gneisenau, hat ähnlich auch vier Hauptgeschütztürme, weniger Sekundärbatterie, würde ich sagen. Zumindest war nicht so viel davon zu sehen. Mich würde mal interessieren, wie sie sich halt im Gefecht macht. Also es ist trotzdem ein Premium-Schiff, das darf man nicht vergessen. Einen Moment. So, schon geht's weiter. So, wie gesagt, die Prinz Heinrich. Es ist ein schwerer Kreuzer, was ich super finde. Das heißt schon mal super für mich. Hier steht auch ein schwerer Kreuzer der P-Klasse des Iron Blood Empire. Hier sehe ich gerade zum Beispiel die Sekundärbewaffnung, verursacht höheren Schaden. Torpedobewaffnung verfügbar. Zugang zu Verbrauchsmaterialien, hydroakustische Suche. Es hat einen geringen TP-Vorrat, also wenig Trefferpunkte, also wenig HP, sag ich mal, Heal Points, und geringer Schaden pro Salve. Deswegen ist es so, mal gucken, wie es sich entwickelt. Okay. Erweiterte Eigenschaften. Guter Schutz gegen Sprenggranaten. Backpanzergürtel. Ja, wie gesagt, geringer TP-Vorrat, geringe Ladung für das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Oh, okay. Hauptbatterie. Sprenggranaten haben eine höhere Panzerdurchschlagskraft, aber machen geringeren Schaden. Sekundärbewaffnung ist alles cool. Torpedos ebenso. Verborgenheit und Aufklärung, Zugang zum Verbrauchsmaterial, hydroakustische Suche. Okay. Also so im Ganzen ist sie ziemlich cool. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie sie sich halt, wie gesagt, macht im Event. Gut, würde ich sagen, rein da. Und wir haben sie. Und hier steht sie auch schon. Hier oben ist auch der Kapitän zu sehen, der Prinz Heinrich. Wir haben bis jetzt keinen Fähigkeitspunkt zum Vergeben. Mal sehen.
Doch, haben wir, okay. Wir haben jetzt die zwei verteilt, ne? Das wäre einmal hier zum Beispiel Panzertyp. Wechseldauer der Hauptbatterie sind verkürzt und wir machen mehr Brandschaden. Brandwahrscheinlichkeit beim Ziel durch Hauptbatterie, Sprenggranaten. Das ist nämlich ganz gut, ne? Wir haben eine größere Durchschlagskraft, aber wir können auch besser die Leute entzünden. Und wie ich sage, also die Farben sehen top aus an dem Schiff. Es hat wirklich die Farben wie hier auch vom Rest vom Spiel, das kann man super vergleichen. Es wäre super, wenn dieser Hafen ein bisschen erhalten bleiben würde. Das würde mich halt mega freuen. Gut, dann so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten gleich ins Gefecht. Hoppala. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Schiff hier entwickeln wird. Dann erstmal darauf. So, okay. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es ist kein Schlachtschiff. Es ist... Verdammt. So, es geht weiter. Wir sind jetzt im Gefecht. Wir wurden leider wieder rausgekickt. Ich weiß halt nicht, was bei Steam los ist. Kann auch bei meiner Internetverbindung dran hängen, dass es deswegen so schwammig läuft. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt Prinz Heinrich machen wird. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Falle. B-Q-Sou-Kou-Kan, Prinz Heinrich! Minna, yoroshiku! Aizen-Gun, Fuku-Kanja-Dame! Okay, da muss man sich noch gewöhnen, aber... Wie gesagt, ich bin auch noch gespannt. Hat wie gesagt die gleichen Ausmaße oder ähnliche Ausmaße wie eben auch die Gneisenau, deswegen fühle ich mich schon sehr zu Hause. Wir haben viermal Reparatur dabei, dreimal Wiederherstellung. Okay. Reichweite ist ähnlich. Ich wünsche so sehr, ich wüsste, was sie sagt, aber keine Ahnung. Weil er wäre auch ein Antrieb, um mal jetzt Japanisch zu lernen, ne? Gut, so ist er nicht. Also, ich habe ein bisschen was in meinem Interface verändert. Ich habe unten in der Minimap mehrere Kreise, die mir verraten im Prinzip, wann ich aufgedeckt bin und wann ich auch Gegner aufdecke. Das ist der äußerste Kreis zu meiner Sichtbarkeit. Dann haben wir ebenfalls meine Reichweite, die wir hier also ein bisschen sehen können. Und ich habe mir jetzt alle Namen mal reingemacht, damit ich weiß, mit wem ich es auch zu tun habe. Das hilft mir persönlich vielleicht ein bisschen weiter, um meinen Gegner besser einschätzen zu können. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Scharnhorst dabei. Guck halt mal, wo ich mich am besten einbringen kann. Am besten hier bei dem Kampf gegen den da. Also ich muss jetzt eigentlich mal hier so lang. Genau, die Flut aktiviert. Ja, der ist fast in Reichweite. Ist interessant, wie lange Autopilot deaktiviert bei in Japanisch klingt. Und selbst das klingt wie ein halber Hentai. Na egal. So. Lass uns mal gucken, also wird jetzt viel mit Brandmunition arbeiten. Wir haben zwar auch eine Aufgabe von Azulane, viel was HP. Ich glaube HP-Schaden zu machen, was durchschlagende Kraft ist. Ich würde trotzdem mal gerne gucken, ob wir das mit dem Bonus, den wir jetzt eingesetzt haben, mit dem schnelleren Verbrennen, ob wir das wirksam machen können. Das wäre natürlich perfekt, wenn das gehen würde. Was haben wir hier? Auch schön. Schön. Das ist aber ein Sound, der sich lohnt. Wir kommen leider nicht ran, die sind so hinterm Felsen. Ich glaube, bis wir wieder da sind, sind die tot. Mich würde echt fragen, wie die Sekundäre läuft. Weil davon sieht man fast nichts. Aber wie gesagt, der Artstyle ist richtig geil gemacht. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und wieder mal der Sonnenuntergang, ein bisschen 4K, einfach geil. Einfach nur geil. Ich finde es auch so cool, dass wirklich diese beiden Spiele, zu denen ich beiden halt einen großen Bezug habe, immer so oft zusammenarbeiten. Das ist halt richtig perfekt für mich. So, Prinz Heinrich, auf geht's. Hinterm Felsen hervorkommen? Doch, langsam kommt mal hervor. Das ist gut. Da starten schon den ersten Angriff auf mich.
Der tat weh. Ich rede auf die Entfernung. Oder das U-Boot wahrscheinlich, ne? Okay, der ist tot. Sehr schön. Er hat zum Heilen ist noch zu wenig Schaden gekriegt. Das lohnt noch nicht. Vielleicht kriegen wir bei ihr auch den Bonus, dass wenn wir nicht entdeckt sind, dass wir dann ein höheres Tempo fahren können. Das haben wir bei den Gneisern ja auch bekommen. Und das ist halt echt hilfreich. Also gerade so, wenn man hinter einem Felsen lang fährt, du bist halt so viel schneller. Da. Bisschen vorhalten. Oh, der scheppert. Komm, der wird was. Der wird was. Ah, weicht schon aus. Drecksack. Wie der knallt. Boah. Nein, nicht du. Boah. Ich würde doch mal kurz reparieren lassen. Einfach nur, um sicher zu gehen. So, auf volle Kraft. Gib Gas. Mit P. Sekundärgeschütz deaktiviert. Ne, jetzt will ich ja nicht deaktivieren. Ich will schon, dass sie den da beknallen. Mach die weg. Ah, da sind halt ein paar Torpedos für mich, ja? Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Jo, das passt, komm. Kriegst mich nicht. Verdammt. Komm, mach sie weg. Alter, der will mich aber auch, ne? Der wird wehtun. So. Ne, so weit komme ich halt nicht. Schade. Wir halten sie erstmal so ein bisschen bedeckt. Ich will nicht gleich wieder rein diven und wieder rumsterben. Das muss nicht sein. Ich würde gerne die Runde mit meinem Schiff genießen. Heißt, wir gehen mal hinter den Felsen, heilen noch ein bisschen hoch, was wir gleich wieder können. Nämlich jetzt. Was haben wir eh viel Reichweite? Knappe 10 Kilometer kommen wir damit. Okay. Hier kommt 17,5 Kilometer können wir weit schießen. Okay. Wir setzen sehr gutes für unser Team, auch wenn wir überhaupt nichts gemacht haben an sich. Ich spiele nur gerade sehr auf Vorsicht. Das ist mir gerade sehr wichtig. Ne, es ist nur ein Flugzeugträger im Gegnerteam. Mach dich weg. Oh, da war was. Also, da komme ich nicht. Da muss ich aufpassen. Da muss ich jetzt aufpassen, deine. Ne, dass du mich da nicht erwischt. Ne, verstehst du? So, wir haben noch ein paar Gegner vor uns. Da hinten der Dude macht mir so ein bisschen Kirre, weil weiterhin das gleiche Problem bei mir herrscht. Ich weiß noch nicht, wo der süße Punkt ist, der kritische Punkt, wo man treffen muss beim Schiff. Ich weiß, hier vorne ist die Waffenkammer, dieses Munitionslager, aber immer wenn ich da reinballer, ich komme trotzdem nicht dahin, dass es so einen riesigen Schadensbalken gibt, wie bei mir manchmal, wo die mich einmal treffen, dann ist der halbe Balken weg. Das passiert bei mir einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Hier hinten macht man scheinbar gar keinen Schaden. Mittig ist die Zitadelle ganz gut zu treffen, das weiß ich mittlerweile auch. Das heißt, wenn der Gegner frontal zu dir steht, mit der Panzerung zu dir, immer oben auf die Aufbauten zielen. Das macht auch ein bisschen Schaden. Habe ich mittlerweile auch gelernt. Aber wo dieser kritische Trefferpunkt ist,
Das weiß ich nicht. Das müsst ihr mir mal verraten. Der Knall, da war richtig Wahnsinn. Komm. Jo. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal hier eine Runde. Da ist einer, da ist einer. Wir sind jetzt wieder hier im Prinzip. Da ist noch ein Gegner, der sich im Dings versteckt. Wir haben gleich unseren Kollegen. Ist auch völlig in Ordnung. Nachladezeit ist schwierig. Da ist jetzt noch ein junger Freund von uns. Boah, der ballert einfach richtig, ey. Wahnsinn. Könnte was werden. Komm. Du kleiner. Der fährt schon wieder rückwärts. Aufkommen. Den kriegen wir. Einer geht daneben und die anderen vielleicht noch. Ja, wir holen ihn ein. Oder? Nee, doch nicht. Der muss noch hier irgendwo sein. Wir sind noch nicht so weit weg von ihm. Da ist noch einer. Ja, ich muss vorhalten. Okay. Komm, ich fix sie jetzt. Sehr gut. Noch ein bisschen mehr. Wow. Ab, komm, mach. Mann, abbringen. Das war ein guter Treffer. Das war okay. So, bei einem Feuer nicht sofort immer löschen, hab ich auch gelernt. Das war gut. Er hat einen wahnsinnigen Sekundärbatterie. Wahnsinn. So, aber den kriegen wir jetzt. Komm. Jo. Das ist gut. Das war gut. Ja. Heinrich, auf geht's. Jetzt wird rasiert. So, da ist der nächste Kasper. Ein bisschen mehr eindrehen. Er dreht wieder ab. Aha, schwierig. Nee. Was sagt sie bloß? Shit, ich komme nicht so weit. Komm. Treffen die überhaupt eigentlich? Nee, ne? Ich muss näher ranfahren, auch wenn ich gar nicht will. So, wir müssen AP-Schaden machen. Kann man kurz umrüsten? Wann sehen gut aus? Wir sehen gut aus. Alter! So, Panzerung nach vorne richten.
wichtig. Den Brand halten wir erstmal aus. Da ist dein Kollege, der sterben will. Versuch gleich mitzukommen. So. Brand gleich löschen. So. Da vorne die Spitze. Die wollen wir haben. Auf jetzt, rein da. Schade, aber war echt in Ordnung. Also, ich muss sagen, Scharnhorst, Prinz Heinrich hat mich nicht enttäuscht. Es war gut. Das können wir gerne noch ein paar Mal mehr machen. Gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir machen noch ein paar Folgen fürs Event, weil im Moment, es macht richtig Bock. Also, es macht richtig Bock, gerade das zu spielen. Und ich hoffe, euch auch. Dann bis dahin und bis zur nächsten Folge von World of Warships. Ciao, ciao.